Eine Klasse aus Thusis hat am 7. Juni einen Ausflug auf Bern gemacht. Der Schüler Marco Ribeiro war so nett und hat den Bern ein paar Fragen gestellt. Freust du dich auf das Bundeshaus und wieso? Ja, ich freue mich sehr auf das Bundeshaus, weil wir sind schon in der 6. Klasse beim Bundeshaus gewesen, aber nicht im Bundeshaus. Und ich finde es einfach etwas Neues, um einmal ins Bundeshaus reinzukommen und zu schauen, wie es dort so abläuft. Ja, natürlich. Und wieso? Erstes Mal habe ich das seit ungefähr 35 Jahren nicht mehr gesehen. Also ich bin schon lange nicht mehr in Bern gewesen, eigentlich. Und ja, ich finde es ein schönes Gebäude, ein schöner Platz vorne dran und mich wundern, wie es im Parlament so hergeht. Eben schon lange nicht mehr dort gewesen. Haben Sie Fragen an das Parlament? Und wenn ja, welche? Also ich habe selber eigentlich keine Fragen, weil die Schüler haben Fragen aufgestellt, wo sie dann dem Ding im Herr Campbell stellen werden. Und das lang vor. Es sind über 50 Fragen. Ich habe vor, zu fragen, wie er zu diesem Beruf gekommen ist, ob es ein schwieriger Weg war zu seiner Karriere. Und, ja. Wenn du etwas in dieser Politik ändern könntest, was würde es sein? Also im Moment habe ich gerade nichts zu meckern, aber im Moment ist ja das, wenn das Geld kriegen jeden Monat. 1600 ja, Grundeinkommen. Ich würde das ausschließen, weil unsere Wirtschaft aus dem Boden versinken würde und das wäre einfach schade. Ich würde unser Strafrecht verschärfen. Das heisst, dass man härtere Gefängnisstrafen kriegen, längere Gefängnisstrafen. Das würde ich ändern in der Schweiz. Es ist, bei uns wird viel zu lasch umgegangen mit Straftätern. Wenn man gerade über Fragen an den Herrn Campbell geredet hat, haben wir ihm gerade selber ein paar Fragen gestellt. Was sagen Sie zum Grundeinkommen, das eingeführt werden soll? Bin ich dagegen, weil wenn man etwas kriegt, ohne eine Leistung zu vollbringen, so schätzt man das nicht. Und ich bin der Meinung, wenn man etwas leistet, soll man auch etwas kriegen. Haben Touristen spezielle Rechte von Einwohnern in der Schweiz nicht haben? Wenn ja, welche? Nein, ich als Touristiker sage immer, der Gast ist König, aber ich nicht sein Untertan. Wie steht es eigentlich mit den Euros? Also bleiben die Franken oder gehen sie? Der Franken wird immer bleiben, weil es ist eine Währung, die in der ganzen Welt eine grosse Bedeutung hat. Und ich bin auch für den Franken, aber wenn er ein bisschen schwächer wäre, wäre es für die Schweiz einfacher. Wie steht es mit dem Tourismus? Also könnte die Schweiz vom Tourismus leben? Nein, die Schweiz nicht, aber der Kanton Graubünden lebt grossmehrheitlich vom Tourismus. Und der Tourismus hat im Moment ein bisschen Fieber. Und das müssen wir bekämpfen, indem dass wir die Rahmenbedingungen verbessern. Und wenn ich Rahmenbedingungen denke, an viele Kleinigkeiten, Bürokratieabbau, verbesserte Situation im Lebensmittelverordnung, flexible Arbeitsverträge und eine schnellere Planung, wenn jemand etwas vorhat zum Bauen. Wenn Sie etwas in der Schweiz ändern könnten, was würden Sie? Ich würde noch schneller, die schnelle Demokratie würde ich noch ein bisschen schneller machen, weil zum Teil blockiert es und wenn man etwas langsam macht, geht Geld verloren. Gut, danke. Danke vielmals. Und schönen Tag noch. Ja, danke, gleichfalls. Alles schön und gut, aber wie hat es die Lehrerin gefunden? Wie haben Sie den Besuch gefunden? Ich fand es sehr spannend gefunden im Bundeshaus. Die Stadt Bern habe ich wieder mal schön gefunden zu erleben. Und ich habe gefunden, wir haben heute zwei coole Klassen dabei gehabt, die sich anständig verhalten haben. Bis jetzt eine sehr gute Sache. Was hat Ihnen am meisten gefallen und wieso? Ich fand es sehr eindrücklich gefunden in der Eingangshalle vom Bundeshaus stehen und die grosse Kuppel hochschauen mit den
verschiedenen Wappen, die da waren und die verschiedenen Stegen, die runterkommen. Das hat mir Eindruck gemacht. Dann ist das wahrscheinlich auch eine Antwort für die nächste Frage. Was ist das Schönste am Bundeshaus? Ja, von außen ist natürlich das Bundeshaus mit der goldenen Kuppel noch mal ein bisschen schöner, weil es so schön funkelt. Würden Sie, wenn Sie die Möglichkeit hätten, um im Bundeshaus als Lehrerin arbeiten, würden Sie das machen und wieso? Nein, würde ich glaube nicht machen. Ich arbeite gerne mit Schülerthemen. Im Bundeshaus ist viel Rhetorik und Parlamentieren und miteinander verhandeln. Und ich habe das Gefühl, mit den Schülern ist spannender. Gut, danke. Danke und auch. Schönen Tag. Danke auch, schönen Tag.